Willkommen zurück bei Minecraft. Ja, schöne kleine Aussetzer. Wir nehmen uns gerade hier direkt ein paar Steine mit. Ich glaube, so viele brauchen wir davon jetzt sowieso nicht. Und dann gehen wir mal wieder rüber zur Kirche. Gucken wir mal, was da drüben so abgeht. Wisst ihr eigentlich, was hier abgeht, Mann? Naja. Sieht doch von hier schon gar nicht schlecht aus, ne? Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir es mit dem Dach lösen dann. Das Kreuz wird wahrscheinlich dann irgendwie in diesem Dach stehen. Das weiß ich noch gar nicht, wie das genau wird. Und wenn dann da oben erstmal Licht auch noch ist, dann sieht das natürlich nochmal eine Nummer netter aus, ne? Das werden wir mit Sicherheit dann hinbekommen, dass wir da noch irgendwie schöne Lichteffekte setzen. Aber bis dahin werde ich erstmal gucken, ob ich hier nicht vielleicht ziehen kann eine kleine Bodden. Dann wirkt das hier drinnen nämlich gleich freundlicher und wir haben nicht diese Steintexturen hier die ganze Zeit. Machen wir hier mal schnell einen kleinen Birkenboden rein. Kann man hier drin auch wieder gucken, weil ich finde, das sieht hier gerade echt anstrengend aus, also fürs Auge. Halt Erde, können wir lassen, falls wir mal einen Block wegbuddeln. Ich will nur mal gucken, wie das wirkt. Was mich wundert, es gibt in Minecraft keine Fliesen, ne? Warum eigentlich nicht? Also bestimmt mit irgendwelchen Mods oder so, aber an sich gibt es keine Fliesen, ne? Ja, das ist deutlich angenehmer dann, glaube ich, wenn das hier erstmal... Müssen wir zwar wieder hier ein bisschen Stein kloppen. Aber dafür haben wir dann auch erstmal wieder für ganz viele Bauten genug. Aber nochmal gucken, wir werden hier wohl so ein bisschen hin und her springen. Ich vermute schon wieder fast, wenn der Boden hier drin ist. Ne, obwohl, das können wir hier mal durchziehen. Auf jeden Fall ist mir eingefallen, wir brauchen Schafe, weil ich hier ganz gerne so ein bisschen was mit rotem Teppich machen würde. Das bietet sich ja an in so einer Kirche, ne, wenn man da so reinkommt. Ja, wie gesagt, da brauchen wir ein paar Schafe für. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir hier welche in der Nähe hatten. Da müsste ich jetzt lügen. Also werden wir in einer der nächsten Folgen mal ein paar Schafe holen, züchten, wie auch immer. Weizen haben wir ja eigentlich genug bei unseren Feldern da drüben. Wo wir übrigens auch mal wieder was abmähen müssten. Das sieht mehr lila aus als rot hier die Fenster, ne? Aber das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Weil das ist so ein Gebäude hier, da guckt man mal rein. Ach hier, guck mal, das haben wir mal gebaut. Das war's. Obwohl, nee, wenn wir das Höllentor drin haben, wird die tatsächlich genutzt. Ist ja nicht so, als wenn wir uns hier auf eine Bank setzen und dann uns, ja, einfach hier 5 Minuten Stille sind im Let's Play, ne? Nee, nee, stimmt. Wir gehen ja dann irgendwie da hinten, dann irgendwie eine Treppe runter, so habe ich mir das vorgestellt. Und dann kommt man unter der Kirche in die Hölle. Und dann bricht hier die Performance wieder zusammen. Ich habe geguckt im Hintergrund, ich habe da so ein paar Prozesse. Weiß ich nicht. Ich habe hier kein Crafting Table, doch, ne? Na klar. Boah, jetzt ist aber gerade wieder mies, laggy. Ich weiß auch nicht, irgendwie stecke ich da nicht so wirklich drin, was der immer hat. Manchmal läuft es wunderbar, manchmal läuft es gar nicht. Naja, und es ist auch noch Minecraft, das kommt noch hinzu. Und dann haben wir hier schon den ganzen Boden rausgenommen. Naja, und wenn der Boden raus ist, wird es eigentlich wieder Zeit rüber zu gehen, ne? Weil drüben haben wir auch nur bis Boden und dann sind wir abgehauen. Ah, da brauche ich auch noch einige Bauideen für da drüben, was man so bauen könnte. Gerade was die Inneneinrichtung anbelangt. Ein bisschen mehr werden wir schon brauchen hiervon. Nehmen wir gleich mal noch ein. Ich will nicht wieder alles machen, weil da habe ich eh keinen Platz für im Inventar. Also machen wir das mal so. Ja, ich weiß, da haben wir einen vergessen. Dafür haben wir hier einen mehr gebaut, weil wir da hängen geblieben sind. Ey, du bist voll hängen geblieben, ich weiß. Richtig hängen geblieben. So, jetzt heute noch recht früh. Es ist Sonntagmorgen. Ich überlege gerade, das ist eine Folge, die kommt morgen. Die ich eben aufgenommen habe, die kommt nämlich schon am Dienstag. Und die ich jetzt hier gerade aufnehme, heute müsste Mittwoch sein. So, du hast die halbe Woche schon geschafft. Halt durch. Halte durch. Den Rest schaffst du auch noch. Und ich versuche dich dazu fleißig zu entertainen. Entspann dich, chill ein bisschen, hol dir was zu essen oder was zu trinken. Ist bestimmt heute einen harten Tag, sei es Schule, sei es Arbeit.
Wetter ist draußen auch so, naja, ne? Noch ein wenig kälter. Und ich glaube fast, erstmal mache ich hier mal, glaube ich, Fackeln hin. Sieht, glaube ich, bestimmt abends von draußen auch ganz cool aus. Wäre, glaube ich, vielleicht auch ganz cool, wenn wir hier mal eine reinhängen. Einfach nur, weil es von draußen, glaube ich, leuchtet. So, man würde jetzt quasi hier reinkommen, habe ich mir gedacht. Hier ist dann so roter Teppich bis da hinten hin. Da muss sowieso noch was passieren. Da kommt noch was weg. Das müssen wir dann sowieso noch machen. Ja, aber ich denke, ich kümmere mich jetzt erstmal um die Schafsangelegenheit. Allein schon, weil ich mein Inventar leeren muss. Da ist ein Schaf. Ich brauche Zäune. Wie gesagt, ich brauche Platz im Inventar. Ich brauche ein bisschen Weizen. Und das machen wir jetzt gerade mal. Einfach, weil ich immer mal so ein bisschen Abwechslung brauche. Ich muss ein bisschen was bauen, dann muss ich mal wieder ein bisschen was gucken, dann muss ich mal wieder hier ein bisschen was machen, ein bisschen da was machen. Darum steht da auch nur so ein halbfertiges Haus, was meiner Meinung nach noch ein größer sein könnte, sonst wirkt das ein bisschen zu klein. Und so nach und nach entwickelt sich hier irgendwas. Was weiß ich noch nicht genau. So, hier können wir doch Bruchsteine schon mal reinpacken, ne? Guckt schon mal nach da hinten irgendwo. Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Alles muss versteckt sein. Normalen Stein können wir jetzt quasi auch mal drüber packen. So viel, wie wir davon haben. Denn wir dürfen nicht vergessen, hier unten sind die ganzen Öfen noch voll. Hab genau gleich den richtigen gewählt, ne? Wo natürlich nichts drin war. So. Oh, hier ist gar nichts. Habe ich hier unten auch noch Glas drin? Nee. Dann können wir mal gerade hier so ein bisschen aufräumen, unser Inventar. Stein. Stein, ja, war Stein. Und Stein. Haben wir noch einen? Nee. Dann haben wir noch diese ganze Diorit, Andorit, was weiß ich was, Mistzeug, Kacksteine. Polierter, Andesit. Steinziegel? Ach, Steinziegel, na klar. Aber die sehen auch cool aus auf den Texturen. Holz, Eichenholz, kann man hiermit mal wieder zupacken. Akazienholz und Birke. Ich will erstmal das ganze Zeug nicht mitnehmen. Hier können wir unser Glas hinpacken. Ich brauche mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Das nervt mich sonst tierisch. Gut, die Blätter, das stört mich nicht. Immer ein bisschen Holz, hier mal ein bisschen Erde. Wobei ich würde, sollte das tauschen, wenn ich irgendwo hoch möchte. Haben wir hier Weizen? Nein, wir haben Brote, aber wir haben keinen Weizen. Weizen befindet sich unten auf den Feldern, ne? Hier haben wir auch nur Bücherregale. Kein Weizen. Ach, Zäune brauchen wir. Also brauche ich doch wieder Holz. Dann nehmen wir hier die 26 Eichen. Da machen wir so draus. Dann machen wir hier raus mal komplett Sticks. Die machen wir hier ringsherum. Ich glaube, so rum war das. Ne, das sind Birkenholz Zauntor. Dann nehmen wir doch die Sticks alle in die Mitte. Und jetzt sag nicht, ach, es geht natürlich nicht mit verschiedenem Holz. Eichenholzzaun ist in Ordnung, nehmen wir mit. 48, ja, so ein kleines Gatter reicht. Wir müssen eh gucken, wo das hinkommt. Und hier, das verstehe ich nicht, warum sich das hier nicht mehr auflöst. Da müssen wir dann irgendwann mal hier drauf rumspringen wie die Irren. Einfach nur, damit das dann wieder vernünftig ist. So, die Karotten, und das rühre ich jetzt gerade mal nicht an. Ich versuche nur das Weizen hier rauszunehmen. Das Ding ist, ich weiß, wir haben noch Weizen in der Kiste. Ich kann mir das eigentlich sparen. Eigentlich müsste ich das komplett abnehmen hier mal, das Feld, ne? Machen wir das erst. Ich lasse mich hier so leicht ablenken, ne? Aber es ist natürlich am einfachsten, wenn ich jetzt einfach so durchgehe. Auch für die Performance super. Wir spielen auch friedlich, oder? Ja, komm. Dann brauche ich jetzt nicht schlafen gehen. Dann machen wir jetzt mal einen auf Nacht. Ach, das habe ich gerade gepflanzt. Na ja, gut. Nehmen wir das ganze Essen mit. Ja, Karotten brauchen wir für Schweine. Wir haben, glaube ich, mehr als genug Karotten. Auch mal so hemmungslos übertreiben muss, ne?
aber man will ja auch sich von irgendwas ernähren. Und wer weiß, vielleicht kommt ja mal irgendwer zu Besuch und der sagt dann, boah, jetzt so eine Karotte. Das wäre schon ganz nett. Zum Beispiel der bunte Hase, der würde sich über Karotten freuen. Und wer den nicht kennt, der guckt die Minecraft-Multiplayer-Folgen nicht, ne? So, jetzt haben wir aber wieder ordentlich was gesammelt. Aber wir dürfen nicht vergessen unser Zuckerrohr. Das habe ich ja auch sonst wo gebaut, ne? Einmal einen weg hier und dann... Okay, ein bisschen verkackt haben wir's. Hamas. Hamas, ne? Das ist so eine Terrortruppe. Wer sich's Falsches sagen? Ich glaube ja. Zuckerrohr. Habe ich auch irgendwo einen weggehauen gehabt, oder nicht? Genau. Einer ist gut. Du kommst wieder mit. Zuckerrohr. Hau ich hier hinten immer gleich nochmal dran. Einfach damit wir hier so einen kleinen Sichtwall bekommen. Entschuldigung. Ja, das reicht mir jetzt auch erstmal. Können wir mal ein bisschen was in die Kiste packen. Ich dachte, da liegt noch was. Aber da lag nichts. Nee, da lag nichts. So, pass auf. Kartoffeln, Karotten, Kartoffeln, Weizen, Samen, Zuckerrohr. Zuckerrohr. So. Liegt zumindest alles beieinander. 63 Weizen. Dann brauchen wir noch roten Farbstoff. Ihr seid Schweine. Gut, da vorne habe ich ein Schaf. Dann werde ich mich gleich auch mal in die Richtung orientieren. Bam, 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 bam. Das lebte hier irgendwo in weiter Ferne. Aber mir fällt gerade ein, wir brauchen einen Stall, wo wir den hinbauen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.